Hallo, hallo, einen guten Tag. Mahlzeit, Tyrawell. Nein, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht, aber ich habe spät gefrühstückt. So um 10:30. Von daher, und ich habe gerade noch ein Brot gegessen. Von daher werde ich noch keinen Hunger haben. Ein bisschen, eine Zeit lang. Aber wir sind um. Ja, ich nur eine halbe. Ich nur eine halbe. Ich habe nämlich gestern noch reingeschaut hier in die Jagdgebiete. Und alles mal ausprobiert. Aber wir machen das jetzt nochmal zusammen. Also habe ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Aber das war gestern um 1, von daher wollte ich da keinen Streamer anfangen. Wobei ich ja eigentlich gesagt habe. Genau. Wobei ich ja eigentlich gesagt habe, ich spiele das einfach oder streame das einfach, wenn ich es spiele und so. Aber ja, das war dann um die Zeit, da guckt ja dann eh keiner mehr zu. Das war auch gut so. Wegen deiner Serie. Die ist doch jetzt eh futsch. So, wir reden mal mit dem Hüter. Ich habe, wie gesagt, ich habe mich schon gespoilert. Es passieren ja bei den Jagdgebieten keine Story. Also gibt halt keine Story groß, ne? Also eher. Redet halt nur ein bisschen, gibt ein bisschen Hintergrund, aber nicht wirklich was. Und ansonsten geht es ja nur darum, wie man im Prinzip diese Aufgaben hier erledigen kann. Ja, kann ich verstehen. Genau, und darüber habe ich mich schon mal so ein bisschen vorab informiert. Ich hatte gehofft, du kommst nicht mehr. Na gut, dann auf zur Prüfung. Ja, er hat ja Angst vor mir. Und an seiner Augenbemalung sieht man auch, dass er ein Kaja ist. Ich mache erstmal die Feuerkampfprüfung, oder? Doch, ich Bei glaube, das. diesem Test schießt du Ja. mit Feuerpfeilen auf Behälter von Läufern. Triffst du sie richtig, gibt's einen schönen Knall. Genau. Viel Glück dabei. Rutsch ein Seil runter und es kann losgehen. Die habe ich zumindest in dem Moment als am einfachsten empfunden. Die war so ein bisschen so ähnlich wie die Graser-Prüfung. Nur, dass man viel, viel weniger Behälter treffen muss. Ja, vielleicht kommt Kaja von Kajal. Genau, da hat er ja da so ein. Die haben ja immer diesen erweiterten Lidstrich mit Dreieck. Oder sowas, ne? So. Dann versuchen wir es mal. Glutsonne halt nur 40 Sekunden. Ne, ich habe nicht getroffen. Okay. Schade. Dann reicht's nicht. Na komm schon. Genau.
So, diesmal klar nicht geschafft. Aber... in 20 Minuten schaffe ich. Die eine Minute 20 hätte ich auch geschafft, hätte ich, naja, hätte ich mich weiter drum gekümmert. Aber gut. Ich war so ein bisschen aus dem Konzept, dass ich den letzten nicht getroffen habe, den ich da anvisiert habe. Versuchen wir gleich nochmal. Und ich habe jetzt eine ganz gute... also auch rausgefunden, wie man die da bekämpft. Die großen. Weil ich jetzt schon wieder falsch gemacht habe. Sieht doch gut aus, oder? Jetzt kann er kein Feuer mehr spucken, wenn er diesen Behälter verloren hat. Und ich schieße immer mit 3 Pfeilen auf einmal. Und dann... mit dem Präzisionspfeil, weil die haben tatsächlich eine Schwäche gegen Präzisionspfeile und das hatte ich bisher noch nicht verstanden. Also und jetzt sind die natürlich erheblich einfacher geworden. Zumindest für ein paar Minuten. Als wenn man da immer nur mit Feuerpfeilen auf die schießt und da ewig braucht. Genau, weil ich hatte ja immer auf ihren Kanister mit Feuerpfeilen geschossen, weil das erschien mir irgendwie logisch, dass die dann vielleicht irgendwie in Flammen, also der irgendwann in Flammen aufgeht, der Kanister, aber ist ja nicht passiert. Der ist ja stark gepanzert, anscheinend. Ja, tatsächlich nicht mehr. Das war heute Morgen so. Das Wetter war super heute Morgen. Aber jetzt hat sich's zugezogen. Aber wir lüften noch. Kommt noch frische Luft rein. Ich bin noch ein bisschen... mir ist noch ein bisschen heiß von der Hausarbeit. Die ich heute schon gemacht habe. Naja, Wäsche aufhängen. Ganz viel. Okay, wir versuchen es nochmal. Ich hole mir jetzt die Belohnung und dann versuche ich nochmal die Aufgabe schnell zu erledigen. Du gewinnst eine Halbsonne beim ersten Versuch. Schön für dich. Bei diesem Test. Wunderbar. So, haben wir ja schon gehört, deswegen habe ich es jetzt übersprungen. Und das füllt sich ja jetzt sofort wieder auf mit denen in der Jägerprüfung. Genau, da oben ist einer und die drei da unten. Die drei da unten hatte ich schnell erwischt. Den da oben... ich weiß nicht, ob der weggerannt ist. Oh. Jetzt bin ich zu früh abgesprungen. Aus Versehen.
Okay, dieses Mal wird es noch schlechter, weil ich... Schön leise jetzt. Okay, Moment. Die rennen nicht weg. Dafür rennen noch ein paar her. Aber sie achten alle auf mich. Deswegen wird es wieder nichts. So, jetzt habe ich den der schießt mit Eis. Der andere kommt jetzt auch noch. Muss jetzt nicht sein. Die sollen wir lieber abhauen. Ja, das war jetzt die Halbsonne, ne, die Vollsonne, die ich jetzt geholt habe. Trotzdem gerne die Beute aufsammeln. Ja, wobei, ist wurscht. Also eine Stufe besser, aber nicht in 40 Sekunden. Ich könnte natürlich auch noch länger warten, weil ich weiß, die gehen auch nach drüben. Und da stehen sie dichter zusammen. Wobei ich das erste Mal auch dort Vollsonne. Dort recht einfach geschafft habe. Bei diesem Test. Okay. Genau, also diese Graser hier, Läufer, die gehen dann eigentlich noch nach da drüben. Jetzt stehen sie auch besser, jetzt sind sie dichter beisammen. Aber der Große muss erst weg. Runterrutschen macht noch keinen Sinn. Dann fängt es ja an, die Zeit zu zählen. Das letzte Tageslicht. Ich muss wachsam sein. Okay, jetzt stehen sie ja noch dichter zusammen. Ich hoffe, diesmal wird es. 40 Sekunden ist halt sehr wenig Zeit. Wieder ein zu wenig, schnell hinterher. Treffer. Yes. Okay. Sehr schön. Das ist die Glutsonne. Dieses Mal war es auch frei, sodass ich einsammeln konnte. Ich kann mich entspannen. Genau, das war das Einfachste. Ja, ich spiele auch die Quantum Incursions und eine Vollsonne. Das habe ich nicht erwartet. Niemals. Das war keine Glutsonne. Bei diesem Test schießt du mit Feuerpfeilen auf Behälter von Läufern. Triffst du sie richtig, gibt's einen schönen Knall.
Also wenn, dann muss es ja wirklich... Gut, die Zeit läuft, wenn du am Seil runterrutschst. Sehr, sehr kurz nach 40 Sekunden fertig gewesen sein. Verdammt. Keine Blutsonne. Ach, schade. Also nochmal. Ja, die Quantum Incursion spiele ich auch diese Woche, weil diese Woche geht es ja das erste Mal, dass ich die Stadt richtig aufbauen kann. Weil sonst war man ja immer so beschränkt, weil die Einwohnerzahl viel zu hoch angezeigt wurde und auch gewertet wurde. Und jetzt ist man halt viel schneller so weit, dass man schon Einheiten produzieren kann. Jetzt aber. Oben steht 37. Das muss doch einsammeln. Das bremst. Vor allem unter der Quantum Incursion ist es dann auch nochmal extra doof. So, wo ist das Plateau? Hier. Sehe ich nicht mehr. Jetzt könnte ich wieder ein bisschen Heilkraut brauchen. Das ist nur Holz. Kümmert euch wieder um euren Kram. Naja, mal schauen. Okay, jetzt sollte es aber die Blutsonne gewesen sein. Da stand ja 37 Sekunden. Und 37 ist kleiner als 40. Bisschen Mathe. Das gibt eine Glutsonne. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Heißt das, dass du jetzt wieder gehst? Nein, ich mache jetzt die Schockprüfung. Bei dieser Prüfung musst du Brüllrücken mit Schockmunition betäuben und Teile von ihrem Unterbau abschießen. Also los. Genau, auch das ist nicht einfach. Schockmunition, also die betäuben, das geht noch. Aber dann unten, wenn du das möchtest, abschießen. Wähle ein Seil, dann nehme ich die Zeit. Dafür hatte ich jetzt auch die Präzisionspfeile verwendet. Erstmal ein Schockdraht, um sie umzuhauen. Und dann Präzisionspfeile. Und dann muss ich oft genug treffen. Und ich hatte geguckt, dass er hier rüberläuft. Zeit ist natürlich auch wieder, aber er kommt schon. Ah, nein. Ah.
soll ich sagen? Es hat mal so gar nicht geklappt. Also man hat gesehen, wie sich dieser Kanister unten geöffnet hat, aber ja, das hatte ich so genau noch nie beobachtet, dass da was aufgeht. Aber ja. Komm her. Irgendwie gar nichts, oder? Jetzt endlich ist einer davon kaputt. Brauche ich da die normalen Pfeile? Und nicht die Präzisionspfeile? Autsch. Ah, ja, klar. Macht er mich fertig. Ist aber auch noch nicht rausgefunden, wie man die Dinger abschießt. Weil es ja nicht geklappt hat. Also, oder sehr, sehr lange gebraucht hat. Viel zu lange. Ah, ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. Ich brauche die Zerspringerpfeile, glaube ich. Ich glaube, das ist es. Ich habe ja noch ein Testsubjekt. Ich weiß nicht, wo der langläuft. Okay, da läuft er lang. Mal hinter ihnen laufen. Ich glaube, das war der Fehler. Ich hätte diesen Pfeil benutzen müssen und nicht die anderen. Ja. Easy.
macht dir noch ordentlich Schaden mit diesen Präzisionspfeilen, aber ich brauche die Absprengpfeile für den Unterbauch. Gut, dann müsste das ja eigentlich nicht so schwer sein. Ist das ja fast die einfachste Übung. Wenn man die richtigen Waffen benutzt. Schock. Da fehlt, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht ein deutsches Tutorial. Könnte man natürlich auch machen. Deswegen habe ich so viele Zugriffe bei der Jagdprüfung auf das Video. Denke ich mal, weil viele nicht wissen, wie sie das am besten machen. Und sich da Videos zur Hilfe suchen. Könnte man natürlich auch ein Video machen. Du gewinnst eine Halbsonne beim ersten Versuch. Schön für dich. Reicht mir nicht, reicht mir nicht. Musst du Brüllrücken mit. Wie wissen wir schon? Wenn du das möchtest. So, genau, also. Immer mehr. So. Sie sind wieder da, nehme ich mal an. Genau, und da kommt er. Und ist auf dem Weg nach unten. Dann. Und Absprengpfeil. Oh, dann hier rein. Nein, 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 nein. Oh, das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich habe ihn jetzt auf mich aufmerksam gemacht und er geht nicht weiter. Jetzt geht er. Aber es ist natürlich ordentlicher Zeitverlust. Gereicht. Oh. In den Boden zu feuern macht nicht so viel Sinn. Die sind nicht so teuer, die Präzisionspfeile. Ach so, ich dachte, ich wäre im hohen Gras. Jetzt habe ich den an der Backe. Och. Nein.
Wenn die eingeeist sind, dann leiden die zusätzlichen Schaden. Deswegen hat er sich jetzt selbst den zusätzlichen Schaden. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Bitte? Da ist doch die Prüfung schon bestanden. Ja, wieso? So. Jetzt hast du eine Glutsonne. Du kannst also gerne weiterziehen. Stufe 25 erreicht. Sehr schön. So, die Eisprüfung. Wenn du genug Maschinen einfrierst und vernichtest, hast du schon bestanden. Ja. Der hat Angst vor mir. Wunderbar. Rutsch ein Seil runter und die Zeit läuft. So, kann ich irgendwas mit den Fähigkeitspunkten anfangen? Was mir hilft? Ich glaube nicht. Ich könnte mal sowas hier holen. Solche einfachen. Fertigkeiten. Gerade das hier für mehr. Ich verstehe dich nicht, Alex. Das hat mir am meisten gebracht. Das da. Für mehr Medizin. Und vielleicht auch das. Für schnellere Heilung. Da ich ja den Kriegerpfad jetzt hier komplett voll habe. Kannst du mal drücken, bitte? Danke. Okay, genau. Das ist tatsächlich jetzt am schwierigsten gewesen. Weil ich muss Gegner vereisen und dann erledigen. Und da habe ich nie so viele geschafft, dass ich eine Glutsonne erhalten konnte. Gestern Abend zumindest nicht. Und ehrlich gesagt, ich bezweifle auch, dass ich es jetzt schaffe. Weil es ist halt, ich glaube, ich muss 5 Gegner einfrieren und dann zerstören. In einer sehr kurzen Zeit. Ich habe zwar mehr Zeit als bei den anderen Aufgaben, aber die rennen halt auch weg. Ja, also. Und der Frost geht auch weg. Also, wenn ich dann hinterher renne und dann ist dieser Eiseffekt vielleicht schon wieder weg. Und das ist halt super, super schwer. Also zumindest in diesem Jagdgebiet, wo die doch nicht so dicht beieinander stehen, dass man mehrere mit einer Frostbombe erwischen würde. Also zumindest habe ich noch nicht den Dreh raus. Ja, ich muss halt 5, jetzt sind sie weg. Ein zweiter ist noch eingeeist da vorne. Aber jetzt ist der Eiseffekt weg. Also. Ja, ich? Na, jetzt habe ich einen umgehauen, der hatte gar keine Vereisung. Hat mir also nichts gebracht. Jetzt habe ich den anderen noch an der Backe. Ja, und er rennt weg. Und bis ich bei ihm bin, wer weiß, da ist der Effekt schon wieder runter. Ja, jetzt ist er wieder weg, der Effekt. Daneben. Also da habe ich tatsächlich noch überhaupt keine Idee, wie das in
den anderthalb Minuten möglich sein soll. Hat nicht mehr gezählt, war schon runter. Der Eiseffekt. Ja, wieder einen umsonst umgehauen. Jetzt habe ich mal zwei erwischt, aber wir rennen halt auch weg. Okay. Die haben jetzt zu lange gebraucht. Jetzt rennt er wieder. Und der Eiseffekt ist wieder weg. Nicht getroffen. Dann geht mit zwischendurch die Munition alle. Hat nicht mehr gereicht. Eiseffekt gerade runtergegangen. Und die großen schaffe ich ja nicht in der Zeit. Also das ist ja... Die brauchen ja ewig, um davon einen zu erledigen. Das heißt, man kann es eigentlich nur mit den Läufern... Der war eingeeist und das hat trotzdem nicht gezählt. Vielleicht ist es auch... Ja, aber der hatte das Eissymbol drauf. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Läufer erledigt. Mehr gibt's nicht. Ja, und die großen kann ich eh nicht... Also wenn die weiß sein müssen, ist es quasi nicht möglich mit den Großen. Der ist ja nicht mal, also der hat zwar das Eissymbol, aber eingefroren in dem Sinne ist der ja nicht gar nicht. Ich verstehe dich nicht, Alex. Die müssen weiß sein. Ja. Okay, kann ich nur noch abbrechen? Willst du diese Prüfung bestehen oder nicht? Du hast mehr Zeit. Ja, aber es sind keine Gegner mehr da. Ja, lass. Wenn du genug Maschinen... Okay, rutsch ein Seil runter und dann läuft die Zeit. Also ich schaffe vielleicht eine Sonne, aber auf keinen Fall eine Glutsonne. Ich weiß nicht... wie man in anderthalb Minuten die alle so gut erwischen soll, dass die dann auch weiß sind und man dann auch noch fünf davon erledigen soll, während hier ja nur vier sind und da hinten glaube ich nochmal vier. Also man muss ja dann auch noch den Ort wechseln und die rennen ja die ganze Zeit weg. Wird ich eingefroren. Und abgebrannt. Und umgerannt. Ja,
Fall. Keine Heilkräuter mehr. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe überhaupt. Okay, sie ziehen ab. Oh. Okay, ich hab's überlebt. Noch. Ich mach mich aus dem Staub. Okay. Eine Vollsonne immerhin. Aber trotzdem, da muss man schon echt extrem Glück haben. 5 davon einzufrieren und umzuhauen. Wenn die dicht zusammenstehen und so, vielleicht. Vielleicht erwischt man dann nochmal 2 mit einer Eisbombe. War ja jetzt auch so, dass ich einmal 2 hatte. Aber die stehen halt grundsätzlich erstmal nicht dicht. Und hauen ab. Was man halt noch versuchen könnte, wäre mit Pfeilen auf die zu schießen und die aus der Entfernung zu erledigen, wenn sie eingefroren sind. Aber ich glaube, dann hauen sie auch gar nicht ab, wenn sie eingefroren sind, so stark. Hallo. Dass sie weiß sind. Gut, ich mache jetzt hier aber mit den Jagdprüfungen erstmal eine Pause und versuche jetzt hier nicht die Glutsonne zu schaffen, weil ich nicht glaube, dass ich das so schnell schaffe. Vielleicht mache ich das nochmal für mich. Weil es lohnt sich schon, weil man bekommt halt dann außer der Reihe, wenn man die letzte Glutsonne geschafft hat, einen Fertigkeitspunkt, wenn man 3 Glutsonnen hat. Du kriegst noch was anderes. Bitte? Du kriegst noch was anderes. Das macht für alle Glutsonnen zu haben. Du kriegst geile Waffen. Brilliant. Bei anderen Jagdprüfungen. Nein, für die Jagdprüfung, die du jetzt machst, du musst diese Glutsonnen sammeln. Und wenn du die gesammelt hast für eine gewisse Anzahl, wenn du an einem Jagdpunkt alle Glutsonnen hast, kriegst du dann nochmal eine Belohnung. Okay. Naja. So weit, so gut, aber ich brauche jetzt erstmal wieder Leben und neue Heiltränke und sowas. Sonst kann ich hier gar nicht fortfahren. Vollsonne. Bitteschön. Ich gehe jetzt. Du kannst jederzeit wiederkommen. Aber bitte tu's nicht. Ich gehe jetzt. Aber du kannst wiederkommen. Aber nee.
Ja, und es gibt natürlich, also ich weiß nicht, ob ihr jetzt gehört habt, was Alex gesagt hat. Man bekommt wohl in Meridian, wenn man denn dieser Aufgabe gefolgt ist, weil man soll ja eigentlich jagen für die Loge. Und das ist ja dann hier drüben. Und dann bekommt man dafür für die erledigten, die komplett erledigten Jägerlager spezielle Waffen. Besonders gute. Ja, das eine, das Kaja-Lager habe ich ja komplett erledigt, aber hier brauche ich jetzt, wie gesagt, erstmal neue, aufgefrischte Ressourcen, um das nochmal anzugehen. Ich könnte mal gucken, ob ich meine Waffen noch ein bisschen modifiziere. Ein bisschen besser modifiziere. Oder vielleicht auch könnte ich hier noch so eine bessere Abrissspule dran machen. Eine blaue. Dann müsste der Pfeil hier noch besser funktionieren. Machen wir mal. Und an unserem Hauptbogen. Ja, da sind schon zwei sehr gute Sachen dran. Für die Schleuder, da habe ich halt einen, weil die ja schocken kann und eineisen kann, habe ich jeweils eine von dem Typ dran. Ich könnte eine blaue Eisspule dran machen. Die lilane würde ich eigentlich lieber an irgendwelche besseren Waffen dran machen. So, Stolperfalle hat noch Feuer. Diese verbesserte blaue noch dran machen. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass ich einige Waffen noch gar nicht gekauft habe und dass ich die mal kaufen wollen würde. Also die ich vom Typ her noch gar nicht habe. Also die vier, die ich jetzt verwende, die sind ja wirklich, die brauche ich ja für jeweils eigene Zwecke immer. Aber es gibt hier noch andere, zum Beispiel den Seilwerfer. Das gibt es auch gar nicht in Blau. Da gibt es nur die vier. Und die Schattenschleuder, die würde ich gerne nutzen. Aber da fehlt mir eben das Kristallgeflecht. Aber es gibt halt hier einige andere Waffen noch. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder diese Tutorials dafür. Die Schleuder, das habe ich im Prinzip in meiner Kaja-Schleuder integriert. Da brauche ich nichts, das brauche ich nicht kaufen. Aber diesen Seilwerfer zum Beispiel habe ich noch gar nicht. Den kann ich mal kaufen. Ich rüste den erstmal nicht aus. Die Stolperfalle habe ich auch. Den Kriegsbogen habe ich auch nicht. Da ist eine spezielle Art Munition drauf. Wie man sehen kann. Den Scharfschützenbogen habe ich. So eine Art Schockpfeil würde ich das. Ja, ein Schockpfeil ist das. Genau. Den Scharfschützenbogen habe ich wieder als bessere Variante. Rassler habe ich auch nicht. Das ist eine Bolzenwaffe, die mehrere Pfeile auf einmal verschießt. Kaufen wir auch. Und die Sprengschleuder. Anders als die Kaja-Schleuder schleudert die ja, explosive Munition. Auch die habe ich noch nicht.
Und jetzt, wo ich die angenommen habe oder gekauft habe, die Waffen, die alle nicht teuer sind, weil sie ja nur grün sind. Ja, in der Menge sind sie schon ein bisschen teuer, aber nicht so schlimm. Kriege ich halt für jede einzelne auch eine Quest. Eine Tutorial-Quest. Und davon sind manche... Ja, auf niedrigen Stufen. Genau. Die könnte ich halt jetzt auch noch machen. Demnächst. Aber für heute war der Plan was anderes. Und vielleicht mache ich die einfach so mit. Also ich versuche die einfach so nebenbei zu machen, würde ich sagen. Ansonsten war der Plan, hier dieses Banditenlager noch zu holen und diese beiden letzten Dinge hier und auch die Quest für das Add-on. Genau, dazu muss ich aber weit in den Norden und beschäftige mich quasi noch weiter mit diesem östlichen Teil, bevor ich dann weiter nach Westen gehe. Genau. Das war die Idee. So, dann nehme ich mir vielleicht mal erstmal dieses Banditenlager vor. Und begib mich in die Nähe. Vielleicht können wir da den Nil treffen. Bei dem anderen Banditenlager hier war es ja nicht so. Da war der nicht zugegen. Keine Ahnung, ob man den jetzt mal wieder trifft. In der Nähe der Lager. Er hat ja zumindest sowas gesagt. Oder ich gehe erstmal hier zum... hier entlang. So. Wie spät ist es eigentlich? 14 Uhr. Banditenlager können wir noch mitnehmen, denke ich. So. Wo ist der? Da ist der Pfeil. Ja, und ich muss wieder fleißig Pflanzen sammeln. Und krieg jetzt hoffentlich mehr Gesundheit davon. Durch die Fertigkeit, die ich mir geholt habe. Das hält sich eine Weile. Plünderer. Ja. Plünderer könnte man natürlich jetzt mal gucken. Gehen wir hier in den Busch zur Sicherheit. Was diese Tutorial-Quest angeht. Seilwerfer. Gilt auch für Plünderer. Den Seilwerfer, der eine neue Art von Munition abfeuern kann... Diese Herausforderung soll dir helfen, den Umgang damit zu lernen. Fessle kleine Maschinen. Könnte man ja mal versuchen mit den Plünderern. Da hinten ist irgend... ein erledigter Wächter. Ja, das Übliche. Ansonsten sind hier ein paar Plünderer. Zwei sehe ich jetzt nur. Bräuchte theoretisch drei für die Quest. Gut, aber dann muss ich natürlich den Seilwerfer auch in die Hand nehmen. Modifizieren könnte ich den auch noch. Macht das Sinn? Ich wüsste gar nicht mit was. Der macht Abrissschaden. Na, dann wahrscheinlich mit einer Abrissspule. Machen wir doch so eine grüne Abrissspule da drauf. Dass das verbessert wird und... Ich habe ihn noch nicht zuge... Ich habe ihn nicht zugewiesen? Nee. Nee, nicht herstellen, nehmen.
Das hat geklappt. So, und jetzt? Ist doch gefesselt, oder? Ah, das zählt jetzt. Jetzt zählt's. Komisch, dass ich da erst zwei brauche. Aber das scheint die ziemlich handlungsunfähig zu machen. So, haben wir noch einen Plünderer irgendwo? Da oben ist ein Wächter. Gehen auf Wächter. Für die Quest, ja. Ist ja auch eine kleine Maschine. Mal gucken, ob der dann auch nichts macht. Wenn ich den damit gefangen habe. Da sind sie. Okay, mehrere sogar. Und die anderen werden mich bestimmt angreifen. Wenn ich da einen fessel. Oh. Tatsächlich nichts machen, während sie gefesselt sind. Das ist dann auch eine recht coole Waffe. Teuer ist die Munition. Seile und Scherben. Ziemlich faszinierend, wenn sie gerade nach mir suchen würden. Okay, der greift aber noch an. Reißt sich wieder los. Okay. Die haben mir jetzt wieder Leben geklaut. Was ich wieder hinzugewonnen hatte. Leider.
Und auch Vorräte an Pflanzen. Aber der Seilwerfer ist ganz cool. Denke ich. So, und diese Waffen haben natürlich auch alle Köcher und sowas. So, Seilwerfer haben wir zuerst. Ah, ich kann auch meinen Kriegsbogen. Ach nee. Rassler, Seilwerfer. Davon habe ich genug. Davon auch. Davon nicht mehr so viel. Nur eine Waschbärhaut, aber. Dann können wir den Seilwerfer mal voll machen mit 30 Munition, dann geht die nicht so schnell aus. Ich habe anscheinend irgendwo Zersprenger, Pfeile, Echo-Dinger gefunden. So, die Quest ist jetzt erledigt. Menschliche Gegner mit Metallbolzen. Mit diesem Rassler. Das kann man natürlich dann in der dem Banditenlager super machen. Mehrere Feinde mit nur einer Sprengbombe. Das scheint mir recht schwer zu sein. Aber vielleicht auch in dem Banditenlager. Wenn da vielleicht welche dichter zusammenstehen. Schockpfeile auf Energiezellen. Plünderer, Langbeine, Trampler, Verwüster, Behemoths, Donnerkiefer. Ich glaube, da habe ich bisher nur Plünderer und Langbeine gesehen. Und die Schleuder, eisanfällige Maschinen mit Eisbäumen, Bomben einfrieren. Trampler und Feuerbrüllrücken. Ja, Feuerbrüllrücken hätte ich ja schon auch mal probieren können. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, versuche ich den Rassler dann bei dem Banditencamp anzuwenden. Und aktiviere diese Quest mal. Bin ein bisschen vom Pfad abgekommen. Aber in der Richtung. Achso, und ich muss natürlich wieder. Ich kann natürlich jetzt auch schon mal die Kapazität erhöhen dafür. Rassler Munitionsbeutel, habe ich genug. Rattenknochen ist dann alle. Für Schaut ist dann auch alle. So, und dann noch die Munition herstellen. Für den Rassler. Da brauche ich Holz vor allem. Oh, sehr viele. Bolzen hat man da. Und dann aktiviere ich erstmal den. Und Modifikation. Der hat hohe Handhabung. Und macht nicht so viel Schaden. Mal vielleicht ein bisschen den Schaden erhöhen. Okay.
brauche jetzt wieder Tierteile. Sieht gut aus. Ein Wildschwein nicht so unbedingt. Da war eher Fische und sowas dabei. Fuchs irgendwie auch nicht. Egal. Wie komme ich da rüber? Da ist die ist gar keine Brücke, ich muss rumlaufen. Und da kommt man nicht so einfach durch. Oder von der anderen Seite. Hier gibt's nichts zu sehen. Oder komme ich da hoch? Sieht. Ja, an der Stelle vielleicht. Autsch! Beim Baum stumpf. Gar nicht so aus, sie geht da nicht drauf. Etwas doch. Wasser kann nicht schaden. Doch, sie geht da drauf. Aber sie balanciert nicht drauf, also ist nicht dafür gedacht. So, hier gibt es noch so eine Art. Ja. Das kann ich als Treppe nutzen, dann kann ich hier auch speichern. Ansonsten gibt es hier noch einen Feuerbrüllrücken oder ein Brüllrücken. Symbol. Auch fliegende Maschinen. Die habe ich ja noch nicht bekämpft. Wie heißen die nochmal? Grau habe ich, das so, ja. Ja, das ist ein Feuerbrüllrücken. Könnte ich natürlich auch versuchen, mit der Schleuder einzueisen auf dem Weg. Der wird mir aber wahrscheinlich wieder jede Menge Leben kosten. Breitkopf-Areal. Auch noch. Einen Wächter hat er auch noch bei sich. So, wie ist das mit der Schleuder? Die habe ich rausgenommen. Das
sie es wieder reinnehmen. Dann versuchen wir das, aber erstmal die Wächter erledigen. Gibt's hier irgendwas zum Verstecken? Das hebe ich mir für später auf. Ach so, da muss ich natürlich die Quest auch wieder einstellen, weil die kann man leider nicht im Vorbeigehen machen. Feuerbullrücken, Brüllrücken. Friere mit Eisbomben ein. Ja. Okay, dann versuche ich erstmal. Die auszuschalten. Haben das alle? Scheint. Okay. Mal wieder ausfrieren, wie es aussieht. Aber zählt für zwei. Mal schön wegrennen. So, jetzt ist er ausgefroren. Sehr schön. Ja, spring genau rein. Volltreffer. Macht's nicht besser, ne? Wenn der so angreift. Das grüne Zeug treffen, dann. Yes. Dann tut's ihm auch weh. Okay. Immer wieder harte Gegner. Es wird natürlich leichter, wenn man die direkt angreift mit drei von diesen Präzisionspfeilen direkt auf ihren Kanister. Oder Feuer. Nee, Feuer hilft nicht so viel. Präzisionspfeiler. Dann explodiert es. Vorher habe ich viel versucht. Ja, Krokodil ist was anderes als ein Feuerbrüllrücken.
Krokodile habe ich noch nicht. Die habe ich nur gesehen bisher. Frischer geht's nicht. So, Pflanzen wären noch nicht schlecht. Mehr Pflanzen. Nicht unbedingt Holz, aber Holz, ja. Verkehrt ist es auch nicht. Gut, dann wechsle ich jetzt wieder zu der Waffe, mit der ich die Menschen bekämpfen will. Nee, so geht's nicht. Deine Eltern sind losgefahren. Okay. Ja, Rassler. Bitte? Die Marmelade hier ist sehr lecker. Okay. Gut. Banditenlager. Ach nee, ich muss noch die Quest auswählen. Rassler. Wie auch immer der funktioniert. Lager entdeckt. Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Ja. Neues Banditenlager. Cool, Festung. Die erledige ich wahrscheinlich im Vorbeigehen. Die Tutorial-Quest nicht. So. Da sind Menschen. Was? Mhm. Scharfschütze. Da wurde wohl jemand überrascht. Nicht wirklich. Wenig. Ich bin gar nicht hier. Ja, den hätte ich anders angehen müssen. Auf jeden Fall nicht mit dieser Waffe. Erledigt. So, sind jetzt auf jeden Fall schon mal alle alarmiert. Ist halt super unpräzise. Das ist wirklich was für einen Nahkampf, schätze ich mal.
So. Was ist das für einer? Elite Bogenschütze. Schon nicht einfach, diese Quest auszuführen, wenn man so dicht dran muss. Naja, immerhin habe ich die Quest erfüllt, würde ich sagen. Jetzt frage ich mich, wo ich respawne. Am Lagerfeuer jetzt tatsächlich? Nein, in Reichweite des Banditencamps, okay. Ja, es ist erledigt. Und... ja, weiß ich nicht. Überzeugt mich jetzt nicht so richtig, der Seilwerfer. Ach Quatsch, der Rassler. Im Nahkampf. Man muss halt wirklich sehr im Nahkampf sein. Und ich bevorzuge eigentlich dann im Nahkampf die Nahkampfwaffe, den Speer zu nutzen. In Räumen, ja, vielleicht in Räumen. Also gerade, wo die Gruppe so dicht war, da hat es ja auch wirklich viele erwischt mit den Pfeilen. Und einen der hinteren hat es dann tatsächlich erledigt. Aber von den vorderen waren ja ein paar Elite. Von daher hat es da nicht so viel geholfen gegen die. So. Aber dann gehen wir das mal richtig an. Und dann soll das auch besser funktionieren. Achso, ich könnte die Quest noch anwählen, die sich jetzt mit dem Banditenlager befasst. Genau, die schaffe ich vielleicht noch. Und dann müssen wir erstmal los. Ja, ich sehe ihn nicht. So, es war aber kein Kopfschuss, deswegen sind jetzt alle alarmiert. Jetzt wenn man da vielleicht ein bisschen... ganz ruhig. Da ist noch ein Scharfschütze. Denn? Hey, Deckung. Hä? Also, das, was ich dachte, sei der Kopf, habe ich irgendwie dreimal getroffen, oder zweimal zumindest, aber anscheinend war das nicht der Kopf. Im Dunkeln auch ein bisschen... bisschen schwerer.
wird's auch wieder heller. Könnte helfen. Also ganz ohne Heilung ist es aber schwierig mit so vielen Elite-Gegnern. Ich hätte noch diese... Okay. Schießt anscheinend auch jemand mit Feuer. Sie ist da entlang. Sie ist da entlang, echt? Das ist alles dahinter. Ich kann durchatmen. Yes. Endlich mal einen Treffer in den Kopf. Und sie sind erstmal nicht mehr alarmiert. Verhalten sich wieder ganz ruhig. Ja. Ah, der läuft weg. Ich gehe mal auf den Turm. Sehe ich hier gut? Geht so. Volle Breitseite gekriegt von irgendwas. Irgendwas Heftigem. Komm raus, Fiesling. Wie höre ich hinter mir? Ach, das ist ein Wildschwein. Immer noch auf der Suche nach mir. Okay, jetzt kommt eine ganze Horde raus. Okay, was machen die denn da?
Super stark. Super starke Gegner. Und keine Heilung. Banditencamp ist immer noch voll. Mit ungefähr 1000 Gegnern. Ein Gesundheitstrank, das ist hilfreich. Wow. Oh, neuer Trank. Und noch einer, sehr gut. Und immer noch. Wow, es werden nicht weniger, gefühlt werden es immer mehr. Kopfschuss. Die hatte irgendeine dicke Metallpanzerung und jetzt bin ich wieder alle Getränke verbraucht. Da gibt's Nachschub. Aber immer noch so viele Symbole. 26 erreicht, aber bei manchen anderen Spielen kriegt man ja dann wieder volle Lebenspunkte. Hier leider nicht. Ist ja auch nicht realistisch, dass man dann... Okay. Oh Mann, ey. Ist das eine Arbeit? Also dieses Lager... schaffe ich leider nicht mehr. Das schaffe ich leider nicht mehr. Weil es sind so viele Gegner da drin und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Es sind ja wirklich... also... tja, wie viel sollen das sein? Keine Ahnung. Also mindestens 30, schätze ich mal. Und davon, naja, wahrscheinlich eher 40, davon 10 Elite. Ja. Also ich muss jetzt erstmal, ich gehe jetzt erstmal zum Speicherpunkt zurück und dann versuche ich es noch ein anderes, also beim nächsten Mal versuche ich es wieder. Und dann mit komplett vollem
Ja, weiß ich nicht. Ich gehe mal. Ich hüpf mal zurück ins Lager. Und verkaufe erstmal. Wenn ich was habe zum Verkaufen. Ich hoffe, du kaufst etwas. Weiß ich gar nicht so. Ja. Die Materialien, die ich von den Banditen bekomme, da sind ja viele Sachen dabei, die nur so Gegenstände zum Verkaufen sind, aber die habe ich ja jetzt noch nicht. Trotzdem kann ich ein bisschen Platz machen im Inventar. Und dann muss ich mal gucken, wie das eigentlich ist, ob ich. Ich kann doch bestimmt auch Tränke herstellen. Ah, mit Fleisch. Das ist ein Genesungstrank. Vollständig wieder her. 150 wieder her. Natürlich besser. Geht das richtig schön leer. Das sollte mir aber helfen. Sowas könnte ich halt auch nutzen, wenn ich das vor die Tore dort stelle. Wenn die da bevor die da rauskommen, irgendwie Sprengfallen und sowas aufstelle. Das habe ich noch nie benutzt. Ja, dann müsste ich mich halt erstmal vor das Tor schleichen. Wobei, ich war ja einige Male vor dem Tor. Davon habe ich jetzt auch genügend. Damit auch so ein bisschen ausrüsten. Ja, und die anderen. Ja, ist okay erstmal. Ansonsten muss ich halt noch mehr Medizinpflanzen finden. Weil das bisschen, was ich jetzt habe, ist ja nur der erste Balken. Der kann einmal komplett voll sein und dann kann auch der zweite voll gefüllt sein. Und das würde ich mir noch zusammensammeln, bevor ich das nächste Mal versuche. Und dann habe ich, denke ich, bessere Karten. Und versuche dann auch mehr diese Fallen hier zu nutzen. Deine gläubigen Kinder nicht der Vergessenheit anheimfallen. Was ist das noch? Für ein Trank? Ach so. Widerstandstränke. Ja, die kann ich da nicht brauchen. Ich glaube, das. Ich meine, die Explosion könnte vielleicht ein Feuereffekt sein, keine Ahnung. Wenn die mich jetzt so direkt angegriffen haben. Aber es hilft halt auch noch 90 Sekunden. Könnte man mal versuchen. Dann mache ich mal 3 von.
Okay. So. Aber ich speichere hier. Oder ich speichere da oben. Macht mehr Sinn. Kisten. Ja, eine. Gut, das ist aber nicht so viel drin. Diese ganzen neuen Gegenstände. Hier alle noch Aufmerksamkeit. Das kann ich hier noch drauf lassen. Banditenlager aktivieren. Und Notizbuch. Was gibt's hier noch? Eisbohlrücken. Haben wir noch nicht angeguckt. Eisschwäche, interessanterweise. Abriss natürlich. Okay. Na gut, dann speichere ich hier und dann würde ich versuchen, vor dem nächsten Stream noch ganz viele Pflanzen zu sammeln. Und dann versuchen wir das Banditenlager nochmal. Mal schauen wann. Also vielleicht heute später abends nochmal. Vielleicht aber auch nicht. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Danke auch wieder für 42 Bits. Türerweil. Und ja, dann wünsche ich einen schönen Nachmittag noch. Und einen schönen Abend. Genau. Einen schönen Sonntag. Restsonntag. Und dann ja, bis bald, sage ich einfach mal so. Ciao.